Wir haben Forschungsprojekte, Lehr-Lern-Projekte und wir haben Praxisprojekte. Riesige Freude zu sehen, wie man gemeinsam die Dinge weiterträgt, weiterentwickelt, neue Gedanken entwickelt. Wo wir hinausgehen und mit Gesellschaft gemeinsam Projekte realisieren, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und zu gucken, welche vielfältigen Perspektiven brauchen wir denn? Was muss einfließen darum, um Wirtschaft umzudenken, um Gesellschaft umzugestalten? Und ich sage immer, Gesellschaftsgestaltung geht nur gemeinsam. Und es ist eine Augenhöhe und wir sind in einer Situation, wo wir Alten nicht mehr sagen können, was die Jungen sozusagen tatsächlich machen sollen.